Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Das, was ich für euch am meisten befürchte, ist der kleine Schirk. Die Sahaba radiallahu anhum fragten: Ja, Rasulullah, was ist der kleine Schirk? Er sallallahu alaihi wasallam antwortete: Ar-Riya, die Augendienerei. Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala wird am Tage der Auferstehung, wenn die Menschen ihre Belohnung erhalten, sagen: Geh zu denjenigen, bei denen du im Diesseits nach Anerkennung gestrebt hast und für die du diese Taten begangen hast, und schau, ob du heute von ihnen deinen Lohn bekommst. Ar-Riya, die Augendienerei. Es ist der Treibstoff für den, der die Menschen zufriedenstellen möchte. Er möchte sehen und gesehen werden. Er kauft sich Sachen und verrichtet Handlungen, um den Menschen zu gefallen. Er strebt nach ihrer Zufriedenheit. Gefährlich für uns Muslime wird es, wenn wir diese Eigenschaft mit in den Islam nehmen. Wenn wir beispielsweise unsere Gebete so verrichten, dass wir von anderen gesehen werden und möchten, dass unser Gebet ihnen auffällt. Wenn wir fasten und hoffen, dass die Menschen denken: Masha'Allah, er ist fastender. Wenn wir nach Wissen im Islam streben, damit die Menschen über uns sagen: Masha'Allah, hat er viel Wissen. Egal welche Tat man auch begeht, wenn man irgendeine Art Lohn von Menschen erwartet, sei es, dass er dadurch gut von dir denkt oder dich lobt, sollte man sich bewusst machen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm am jüngsten Tag sagen wird. Geh zu denjenigen, bei denen du im Diesseits nach Anerkennung gestrebt hast und für die du diese Taten begangen hast, und schau, ob du heute von ihnen deinen Lohn bekommst. Wenn wir also islamische als auch grundsätzlich gute Handlungen nicht um Allah subhanahu wa ta'alas Willen, sondern um der Menschen Willen vollziehen, wird Allah subhanahu wa ta'ala, der Reine und Unbedürftige, diese Handlung von uns nicht annehmen. Sie sind wertlos bei Allah und haben kein Gewicht auf der Waage. Sie werden einem viel erscheinen, doch sind sie wie ein Berg Staub, der bei dem kleinsten Windstoß in alle Richtungen verstreut wird. Damit unsere Taten und Anstrengungen Gewicht bei Allah subhanahu wa ta'ala besitzen, müssen wir das Gegenteil von Riya haben. Wir brauchen Ikhlas. Das Wort Ikhlas entspringt dem Wortstamm Khalasa und bedeutet, frei von Verunreinigungen, rein und klar zu sein. Genau so verwendet Allah subhanahu wa ta'ala das Wort im Koran. Er subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Nahl: Gewiss, auch im Vieh habt ihr wahrlich eine Lehre. Wir geben euch von dem, was in ihren Leibern zwischen Kot und Blut ist, zu trinken. Reine Milch. Angenehm für diejenigen, die sie trinken. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diese Milch als Khalisan. Zwischen Kot und Blut, welche unrein sind, entsteht reine und klare Milch. Gänzlich frei von Verunreinigungen. Genau so verhält es sich mit unserer Absicht, die zwischen all den Gedanken, welche sie verunreinigen, ständig rein gehalten werden muss. Wir sollten vor und während jeder Handlung kurz innehalten und unser Innerstes befragen, für wen wir diese Handlung wirklich vollziehen möchten. Möchte ich in diesem Moment jemanden gefallen oder ihn zufriedenstellen? Möchte ich, dass jemand merkt, dass ich mich angestrengt habe? Oder tun wir dies nur für Allah subhanahu wa ta'ala? Wir brauchen einen scharfen Blick und Aufrichtigkeit, um diese Frage zu beantworten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehrte uns nämlich, wie schwierig es ist, Riya zu erkennen, als er sagte: O ihr Menschen, fürchtet die Augendienerei, denn sie ist im Herzen so schwer zu entdecken wie eine schwarze Ameise in einer stockdunklen Nacht auf einem schwarzen Stein. Ohne dich selbst, deine Gefühle und Intentionen im Blick zu haben, ohne selbst genau auf deinen Gemütszustand zu schauen und ehrlich zu dir selbst zu sein, wirst du niemals in der Lage sein zu erkennen, ob du Augendienerei in deiner Handlung hast oder nicht. Genau deswegen müssen wir uns fürchten. Wir müssen fürchten, ob unsere Handlungen und Bemühungen angenommen werden oder nicht. Wir sollten entsprechend der Empfehlung unseres Propheten die freiwilligen Gebete zu Hause verrichten. Wir sollten so spenden, dass unsere linke Hand nicht weiß, was wir mit der rechten spenden. Das bedeutet für uns, wir sollten Handlungen, die nicht öffentlich verrichtet werden müssen, zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala lassen. So vermindern wir die Gefahr, Augendienerei zu begehen. So ist es bei Taten, die du im Geheimen verrichten kannst. Doch bei Dingen, die öffentlich begangen werden, wie zum Beispiel die Pflicht zum Tragen der Da'wah, den Pflichtgebeten in der Moschee oder anderen in der Öffentlichkeit zu helfen, müssen wir umso bedachter und aufmerksamer mit unserer Absicht umgehen und uns ständig selbst überprüfen. In der Gesellschaft, in der es nun um Sehen und Gesehenwerden geht, gehört der Gläubige häufig zu den Ungesehenen. Deshalb halte geheim, was du geheim halten kannst. Und handle bedacht, wenn du in der Öffentlichkeit stehst.
möge Allah der Erhabene und zu den Ungesehenen gehören lassen. Allahumma Amin.